Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Wir befinden uns jetzt hier wieder im Bunker. Ich bin mal selber hingelaufen, ich war mal so frei und wir verwenden mal die Disk hier dran. Das wollt ihr bestimmt auch sehen, wie das Ganze passiert. Du hast dich beim Zentralcomputer von Bunkerstadt angemeldet. Die Benutzeroberfläche sieht recht einfach aus. Alles ist in einzelne Archive unterteilt. Du suchst, lege die Diskette aus Gecko-Kraftwerk in den Computer ein. Datenträger wird gelesen. Reaktordaten, Atomkraftwerkleistung 43-75% Fehler. Kraftwerkkalibrierung. Möchten Sie optimieren? Beginne Optimierungsverfahren. Optimierungsverfahren wird eingeleitet. Optimierung. Optimierung abgeschlossen. Bitte Datenträger entnehmen. Okay, durchsuche. Okay. So, das haben wir erledigt. Dann gehen wir doch mal zurück zu Gecko. Eventuell müssen wir doch nochmal hier zurück wegen dem anderen Typen, diesem Mr. irgendwas. Wobei wir können ihn jetzt kurz ansprechen, ne? Vielleicht spart das wirklich ein bisschen Zeit. Oder wir gehen erstmal direkt rüber da. Weil der wird uns wahrscheinlich nur so wieder sagen: Ja, wieso hast du doch nichts gemacht, du Arsch? Bemühe dich, um den Reaktor zu verbessern. So. Es ist schon wieder Nacht. Unser Magier-Fuzzi aus dem Dorf müsste sich so bald langsam mal das erste Mal melden. Wenn er sich beim zweiten Mal meldet, müssen wir uns echt schon beeilen. Aber die Sachen, die wir jetzt noch erledigen, das geht eigentlich recht schnell. Das bisschen hin und her laufen. Ist ja gar kein Problem. Gibt uns eine Menge Erfahrung und das ist es wert. Außerdem, übelste Waffe. Wir haben Dauerfeuer sogar. Wow. Bei Dauerfeuer würde ich eher im seltenen Fall einsetzen. Wir haben nämlich nicht so viel Munition dafür. So, ab hierher. Zack. Siedlung, ne? Ah, Siedlung war richtig gut. Und da ist der Reaktor. So, komisch, dass es hier keinen Krieg wegen des Reaktors gibt, ne? Ah, man weiß nie, was noch mit der Enklave passiert. Vielleicht kommen sie nochmal hierher, um das Ding anzugreifen. Wer weiß. Ich meine, wenn es optimiert ist, ist das eigentlich schon so ein perfektes Ziel. So. Danke, dass du uns die Daten im Bunkerstadt besorgt hast, die wir brauchen, um das undichte alte Biest wieder auf Vordermann zu bringen. Besser hätte ich selber auch fast nicht machen können, aber wenn du die ganze verdammte Scheiße selber zu Ende bringen willst, dann gib die Daten jetzt am Roboter Steuerungssystem ein, kapiert? Hm, dann los. Klar, mache ich. Tschüss, Festus. Muss das selber nochmal machen, ich fasse es nicht. Ich dachte, ich muss es nie wieder machen. So, Aber hä? Was soll ich denn das machen? Warte, wir quatschen ihn nochmal an. Ja, ich wusste, dass du es nicht tun würdest, altes Schlitzohr, mach's gut. Jetzt am Roboter Steuerungsterminal ein. Also ich soll es da wirklich eingeben. Sag mal, Leute, wollt ihr mich mit Absicht hier verarschen oder was? Verpisst euch! Das komme ich hier immer noch nicht durch. Tschüss. Was macht er jetzt? Also. Okay. Das war das Schild. Das war der. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Pluto. Neptun. Uran. Und Saturn.
So, Pluto. Was macht das zweimal? Was? Wartungssequenz? So leicht als gedacht. Was meinst du, scheint ja funktionieren. Ich mache hier weiter. Ich muss den Roboter hinschicken. Ich werde mir den Vorgang mal anschauen. Ich denke, kann ich damit anfangen. Reparatursequenz. Ich fürchte, das passende Teil habe ich nicht. Reparatursequenz, Suchvorgang, erforderlich. Habe ich doch. Was hier, wo ich, wenn ich aufträge? Einheit wird in Station zurückgeführt, wenn das. Ah, das erklärt einiges. Jetzt versuchen. Wenn wir den Vorgang mal anschauen. Information zum Vorgang. Und ich muss wissen, wo das Hauptkühlungsventil angeschlossen wird. Findet sich in der Nähe der Ostwandreaktor des Ventils. Ja, ist ja schwer zu finden, solange die rote Farbe nicht abgelöst. Ja, gut, ich denke, ich kann jetzt anfangen. Okay, das Schild. Pluto. Neptun. Uran. Saturn. Jetzt habe ich doch alles, oder? Nee, irgendwas fehlt. Plutonium, Neptun, Treiber Uran. Warte mal. Das Schild. Uranstabbetrieb. So. Schild. Neptun. Uran. Da kommt schon Saturn. Und hier ist dann Jupiter. Okay. Alle Befehle löschen. Schild. Neptun. Uran, was? Uran da? Saturn, war das das? Ein Jupiter? Ich habe keine Ahnung, ist das hier richtig? Muss ich zu einem anderen Computer? Hier noch sonst irgendein Computer. Irgendwie läuft das nicht. Warte, warte, warte. Die Optimierung war offenbar erfolgreich. Du hältst 2500. Ich bin so ein Depp. Versuch ihn da irgendwie hinzuleiten, weißt du? Du bist ein Schatz, kein Zweifel. Ich wusste, dass du es machst. Ja, du bist auch, ey. Du mich auch. Okay, wir haben es geschafft. Gut, 2500 Erfahrung reicher. Und wir brauchen, ja, nicht mehr wirklich viel bis zum nächsten Level. Wunderschön. Können wir uns auch hier verziehen, ne? Wir müssen doch bei diesem Typen da, wir müssen eigentlich noch dieses Werkzeug kriegen, ne?
Komm, wir gehen mal hier rein. Wir müssen irgendwie noch dieses Werkzeug für den Typen für das Auto kriegen. Das würde uns das Ganze ein bisschen erleichtern. Natürlich ist es auch. Pip-Boy. Zack. Mittag. So, da bin ich mal gespannt, wie wir dieses Werkzeug bekommen. Oder hat sie es da? Ich suche den Booker. Kannst du mir sagen, wo er ist? Ja, tschüss. Okay. Die wird uns nicht helfen, weil wir wirklich dabei haben. So, kann ihn aber nicht fragen und dabei hat das auch nicht. Wieso hast du das Zeug noch? Oder hast du das Zeug wieder? Gib mir ja den Scheiß. Da hat einfach alles wieder vorrätig. Bin ich immer krass. Aber kein super Werkzeug, ne? Jedenfalls sehe ich es hier nicht drin. Na gut. Dann nimm mal die Waffe. Nimm mal die Waffe und nimm mal die Waffe. Und hier die Granate kannst du auch haben. Und dann geben wir noch ein paar Kronkorken. Und zwar insgesamt 223, weil ich richtig rechnen kann. Das kann ich auch. So, dann lesen wir mal die ganzen Bücher, ne? Zack. 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 Es wird schon dunkel. Verschwenden zwar damit einen ganzen Tag, aber das ist es wert. Das ist es mir allemal wert. Nein! War das nicht gerade noch zwei? Habe ich nur einen fallen lassen? Nee. Na gut. Haben wir halt einen verloren. Macht ja nichts. Frage ist, wieso kann ich ihm da nichts ausleihen? Warte, warte kurz. Sieben war das, ne? Komm, es muss doch möglich sein, die Typen hier zu hacken. War doch nur dieses Werkzeug. Was, wenn wir. Ach, Sulik hat's noch, ne? Lass du wollen. So schön. Sulik, du hast doch noch Bürgerschaftspapiere. Ersatzteilantrag. So, ich habe jetzt das Ersatzteilantrag und das stopfen wir mal hier rein. Das bewirkt nichts? Das glaube ich nicht. Es bewirkt einfach alles nichts, ey. Können wir auch nichts klauen. Damit können wir auch nichts anfangen. Also, verschlossen. Achso, das haben wir schon mal beklaut, ne? Es muss doch möglich sein, den zu knacken. Das würde mir vielleicht sogar die Teile einbringen. Na gut. Du warst doch für Werkzeug da, ne?
Ja, es ist zu spät heute, Pip-Boy. Zack. Kannst du dich hier nicht ausruhen? Ja, dann nicht. Wahrscheinlich, weil sie es nicht programmieren konnten, dass es nach dem Ausruhen sofort kalibriert wird, dass die Einheiten da stehen. Haben die verkackt, die Entwickler. Verkackt haben die das. Pip-Boy, zack. 12 Uhr Mittag. Sei gegrüßt, Bürger. Du mich auch. So, vielleicht können wir ihr das Ding in die Hand drücken. Nö, sie hat zwar Werkzeug da, aber das war's auch. Na gut, dann haben wir ab. Schade. War ein Versuch wert. Wir gehen mal kurz nach oben. Um dem zu sagen, dass wir das Ding optimiert haben und vielleicht kriegen wir noch irgendwas dafür. Und dann ziehen wir wirklich mal weiter und machen die Quests weiter. So, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich habe das Werk repariert. Ja, das hast du erwähnt. Gut gemacht. Ich habe noch ein paar Fragen. Okay, gut. Sprechen wir noch mit Mrs. Bekloppt persönlich. Was denn? Ich habe keine Zeit. Kannst du dir überhaupt vorstellen, du kommst hier hereingeplatzt? Verschwinde. Wir wollen dich in dieser Stadt nicht. Nur weil sie so angepisst ist, weißt du? Olle Schnepfe. Naja. Hau wir ab. Wir sind jetzt perfekt ausgerüstet für unseren kleinen Trip. Wir haben die besten Waffen, die wir derzeit kriegen können. Wir haben die beste Rüstung, die wir derzeit kriegen können. Alles ist dufte. Das nächste Mal, wenn wir zu denen kommen, werden wir nochmal mit diesen komischen Bruderschaftszeichen sprechen, weil ihr seid jetzt stark genug, ne? Das dürfte uns ja helfen können. Und bald kriegen wir unseren Supermutantenfreund. Mal sehen, was machen wir als erstes? Ich glaube, wir gehen nach Murloc zurück, ne? Versuchen da erstmal ein paar Sachen aufzusprengen und dann versuchen wir mal eine neue Stadt zu begehen. So, zurück nach Murloc, bitte. Oder Mudok. Und vielleicht treffen wir unterwegs ein paar Gegner, die wir fertig machen können, um zu testen, wie stark wir jetzt sind. Ich meine, unser Gefährt ist wahrscheinlich nicht allzu stark. Den müssen wir noch. Auserwähltes Wesen, der Geist unserer Vorfahren geleitet mich in die Welt der Träume, sodass ich deine Gedanken berühren kann. Unser Dorf leidet ohne das heilige Geg. Unser Leben liegt in deinen Händen wie in den Händen. Kein Problem, ich mach das schon. Das war Nummer 1. Bin höchstwahrscheinlich von Reddick dann runterlaufen. Nach New Reno und Broken Hills auch noch ganz wichtig, weil da ein Supermutant-Typ ist. Und dann bewegen wir uns dann. Wo ist eigentlich Vault 15? Bunker 15 da. Kalifornische Republik, das ist ziemlich weit runter. Wir müssen da auf jeden Fall direkt vom Murdoch dann irgendwie langsam hinstolzieren. Weil der Weg doch schon recht lang ist. Oh, Stadtbrunnen. Schauen wir mal, dass wir irgendwas gerissen kriegen. Dass wir auch direkt hierher kommen können. Seltsam, ne? Können wir das so anwenden? Können wir nicht, okay. Dann. So, 8, 7. Oh, nee, nichts. Seltsam, ne? Naja.
Können wir ein anderes Mal machen? Vielleicht lasse ich mich da auch spoilern und guck mal im Internet nach, wie ich den kleinen Jungen finde, weil der ist irgendwo im Brunnen gefallen. Mal gucken. Aber was wir wissen, ist, dass wir in die Latrine können, um da ein kleines Viech platt zu machen und unsere neue Waffe mal zu testen. So, speichern natürlich ab, ne? Auf 10 Sekunden stellen, zack und weglaufen. Haben wir jetzt alle drei da? Nein, würde schon sagen. 5, 4, 3. Verdammt. Du bist gestorben. Was? Ist das Methan? Okay. Ist das Methan, heißt es, glaube ich, ne? Das Ding, was produziert wird bei Pfützen. Wie weit ist das denn gekommen? Oh. Okay. Okay. Level up. Cool. Dann würde ich sagen, ziehen Dietrich. Ziehen Stehlen. Und ein Wissenschaft. Dann speichern wir noch mal kurz ab. Ach, das Viech lebt aber noch, ne? Mal gucken, hat es jetzt Jimmy oder Jimmy? Oder hat es die Uhr? Take these! Da zieht er sich erstmal meinen ganzen Stuff rein. Der Arsch. Ich sollte die Medikamente wegnehmen, sonst kann ich die nicht verkaufen. Lass du wollen. Ich nehme dir nur kurz die Medikamente weg. Ich habe zwar gesagt, du darfst sie benutzen, aber irgendwie hat es mich gerade angepisst, als du es benutzt hast. Es kam mir so vor, als hätte ich irgendwas verloren. Als würde man mir irgendwas wegnehmen, was sehr viel wert ist. So, dann komm mal her, du Mistvieh. Bam. Und bam. Kannst du ruhig den ganzen Alkohol reinziehen, ist mir egal, ob du Alkoholiker wirst oder nicht. So, dich kann ich nicht plündern, ne? Ein riesiger Haufen ausgeblichener Knochen. Die kannst nicht erkennen, von welchem Wesen sie stammen. Ja, ich will die Uhr haben. Ah! Nelios goldene Uhr. Sehr schön. Ich frage mich, warum ich mir die Mühe mache, hierher zu kommen, um zu handeln. Gute Frage, nächste Frage. Hier hat er gewohnt, oder? Ich würde sagen, eine scheiß Situation hier, ne? Du hast vorhin doch was von einer Uhr erzählt. Ich werde auch ein bisschen die Gegend, wenn ich sie sehe. Das ist ja nicht schlimm. Kann ich dir ein paar Fragen stellen?
Ist das die Uhr, nach der du gesucht hast? Zeig her. Ja, das ist sie. Du sagst, eine Ratte aus der Kanalisation hat sie weggeschleppt und du bist runtergeklettert und hast sie geholt? Juhu, ich gebe sie gleich Cornelius. Jetzt können wir endlich wieder Freunde sein. Danke dir. Ende. 1500 Erfahrungspunkte. Ich würde gerne in den Safe kommen. Okay. Was versteckst du im Wandsafe? Wie, du hast den gefunden? Ich hab den Safe versteckt. Dass ihn keiner finden konnte. Du musst ein Profi-Dieb sein. Wo warst du, als die goldene Uhr verschwand? Du gehst jetzt besser. Oder ich warne dich, wenn was passiert. So, okay. Kann ich das Ding nicht einfach knacken? Nur gucken, was da drin ist. Ach, mein Dietrich ist gar nicht hier, ne? Egal. Ich werde trotzdem gucken, was da drin ist. Du hältst mich nicht auf, mein Freund. Muss ich die jetzt echt noch töten? Wenn du wissen, was da drin ist, okay, Troller? Mehr will ich nicht. Da läuft sie weg. Glaubst du, du kannst mir entkommen? Anscheinend schon. Ah, sie ist tot. Okay, perfekt. Ist mir egal. Ich will das Ding knacken und wissen, was da drin ist. Ja, greif ruhig die Penner an. Ganz klar. Das kannst du während deines Kampfes nicht machen? Ist der Kampf vorbei? Ach, dann halt nicht. Jetzt wohl nie erfahren. Vielleicht, wenn ich bis nachts warte. 0 Uhr Mitternacht. Kannst mich nicht sehen, mein Freund. Gut, scheiß drauf. Wird's wohl nie erfahren. Wir werden am Schluss vielleicht alle umbringen. Das könnten wir machen. Okay, aber wo ist der kleine Knabe? Der ist anscheinend nicht im Brunnen. Hier ist auch nicht, aber was ist das? Oh, er spart es. Das ist nämlich Hygiene. Nein, noch nicht. Wo könnte Johnny sein? Also hier hat man ihn zuletzt spielen sehen, ne? Aber unten ist er halt nicht. Gibt hier sonst nichts weiter? Ich denke mal, dass irgendwo in der Umgebung vielleicht ein Ort ist, wo er sich befinden könnte. Wir gehen mal kurz zum Hundi und vielleicht kann uns der Hund hinführen. Weil er anscheinend ja mit dem Hund gespielt hat. Aber ich glaube nicht, dass das ein Hund ist, oder? Okay. Komm, hauen wir ab hier. Schade. Da fällt mir noch eine Sache ein, die ich machen möchte, bevor ich abhaue. Bevor wir gleich runtergehen in die nächste Stadt, möchte ich gerne nochmal versuchen, bei den Hunden quasi das Ding zu zerstören, damit wir reinkommen. Wäre halt noch ein Wunsch von mir, dass ich da irgendwie reinkomme, oder? Vielleicht ist ja auch Johnny da, wer weiß. Ich glaube, die Hunde sind ausgebüxt, oder? Oh, das war die Explosion bestimmt. Steinhaufen. Du kannst sie nicht bewegen, das ist mir klar.
Das geht ja auch nicht, ne? Okay, dann speichern wir mal kurz. Legen die wieder hier rein, ne? Und dann machen wir einen auf den hier und benutzen und 10 Sekunden und dann laufen wir. Ach, sauber. Was? Aufgrund? Was? Aufgrund deiner unsachgemäßen Handhabung geht der Sprengstoff verfrüht hoch. Hört sich an, als ob sich drin etwas Großes bewegt. Heilige! Zulik! Hilf mir doch! Heilige Scheiße! Schwer verwundet, aber noch nicht tot! Zulik! Danke, dass du mal was tust. Okay. Sperren die da einfach eine Todeskralle ein? Ich glaub's nicht. Zum Glück habe ich genug Stimpacts. Wer ahnte noch sowas? Ups. So gut wie tot. Ist einfach ohne Todeskralle drin, ey. So gut wie tot reicht mir aber nicht. Kannst du nicht zuerst auf die Dorfbewohner gehen und dann auf mich? Heilige. Es könnten Knochen von gehörnten Kängurus sein. Du bist aber nicht sicher. Für eine sichere Bestimmung sind sie zu verwittert. Das heißt, ich habe jetzt dafür so viele Stimpacks ausgegeben. Okay. Alter. Ist einfach meine Todeskralle drin, wer rechnet denn damit? Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und wir sprechen ihn nochmal drauf an, vielleicht war dieses Ding auch sein Sohn. Nein. Haut rein, euer Zero. Tschüss.